Wir fangen dieses Video mit einem kleinen Quiz an. Die Fragen werden alle im Video aufgelöst und helfen dir, Menschen zu beeinflussen und anzuziehen. Du kannst dir deine Antworten auch gerne aufschreiben, um dein Wissen auf die Probe zu stellen. Wenn du mutig bist, kannst du sie auch in die Kommentare posten. Ich bin gespannt, was du tippst. Lass uns mit Frage 1 beginnen. Glaubst du, du kannst andere Menschen beeinflussen, einfach nur indem du eine Aussage immer wieder aufs Neue wiederholst? Frage Nummer 2. Was glaubst du, welche drei Faktoren die größte Rolle dabei spielen, ob dich jemand mag oder nicht? Und Frage Nummer 3. Was ist die älteste Methode, um andere ohne Gewalt zu beeinflussen und in deinen Bann zu ziehen? Ich muss zugeben, diese Frage ist sehr schwierig. Mal schauen, ob jemand die Antwort errät. Lass uns beginnen. Bevor wir zu den 4 Schritten kommen, um Menschen zu beeinflussen und anzuziehen, brauchen wir noch ein wenig Hintergrundwissen. In seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens beschreibt der Autor Robert Cialdini ein Experiment, das uns dabei hilft. Bei dem Experiment wurde eine Truthenne beobachtet. Truthennen erkennen ihre Küken an ihrem Cheepen. Wenn ein Küken dieses Geräusch macht, ziehen sie es auf. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht cheepen kann, stoßen es die Truthennen ab. Um zu testen, wie sehr sich Truthennen auf das Cheepen verlassen, haben Forscher einen Plüschtier-Iltis mit einem Tonband ausgestattet, das Cheep-Geräusche gemacht hat. Obwohl der Iltis der größte Feind der Truthenne ist, hat sie ihn aufgenommen wie ihr eigenes Küken. Das Spannende dabei ist, dass herausgefunden wurde, dass auch wir Menschen Cheep-Reflexe haben. Also mentale Knöpfe, die ganz automatisch eine Reaktion in uns auslösen. Es gibt eine Handvoll solcher mentalen Knöpfe, die du drücken kannst, um andere zu beeinflussen und anziehender zu werden. Der erste davon ist die sogenannte soziale Bewährtheit. Soziale Bewährtheit bedeutet, dass wir etwas für umso besser, richtiger oder wichtiger halten, je mehr Menschen es tun. Aus diesem Grund wird bei Sitcoms zum Beispiel künstliches Lachen eingefügt. Jemand erzählt einen Witz, du hörst viele Leute lachen und lachst deshalb einfach mit. Soziale Bewährtheit spielt auch auf Social Media eine große Rolle. Sie führt dazu, dass wir Menschen mit vielen Instagram-Followern oder Facebook-Likes sofort beeindruckender finden. Diesen psychologischen Trick kannst du auch für dich nutzen. Zum Beispiel, wenn du auf einer Geburtstagsfeier, einer Party oder einem anderen Event bist. Unterhalte dich dort mit so vielen Menschen wie möglich. Selbst wenn deine Gespräche nicht besonders spannend sind, sehen alle anderen Gäste, dass sich jeder mit dir unterhält. Das sorgt dafür, dass auch sie dich kennenlernen wollen, denn wenn dich jeder kennt, musst du schließlich etwas Besonderes an dir haben. Das ist natürlich nur eines von hunderten Beispielen, bei denen du soziale Bewährtheit nutzen kannst. Tipp Nummer 2. Beliebtheit. Es gibt einige Faktoren, die entscheiden, ob dich jemand mag oder nicht. Welche Faktoren die größte Rolle spielen, ist schwer zu sagen, doch die folgenden drei spielen auf jeden Fall eine riesige Rolle. Falls du weitere Faktoren erfahren willst, um anziehender auf andere zu wirken, dann habe ich dir ein Video in der Infokarte verlinkt. Übrigens sind die drei Faktoren, die wir uns jetzt anschauen, auch die Antwort auf die zweite Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe. Faktor 1. Attraktivität. Wir schreiben attraktiven Menschen ganz automatisch positivere Eigenschaften zu, meistens ohne es zu bemerken. Achte deshalb darauf, dass du ein gepflegtes Äußeres hast und gut gekleidet bist. Faktor Nummer 2. Ähnlichkeit. Wir mögen Menschen, die so sind wie wir. Dagegen können wir uns nicht wehren. Darum fragen Verkäufer oft nach unseren Hobbys und anderen persönlichen Dingen, denn wenn sie dabei eine Gemeinsamkeit mit uns finden, würde es ihnen leichter fallen, uns etwas zu verkaufen. Faktor Nummer 3. Komplimente. Du solltest deinem Gegenüber nicht jede Minute ein neues Kompliment machen. Doch hin und wieder ein Kompliment einzustreuen, wirkt Wunder. Lass uns zum nächsten Tipp und damit zu der Auflösung der ersten Frage kommen. Tipp Nummer 3. Wiederholung. Du kannst andere Menschen beeinflussen, einfach nur indem du eine Sache oft genug wiederholst. Dabei musst du jedoch zwei Dinge beachten. Du solltest deine Aussage nicht zu oft in einer kurzen Zeit wiederholen. Ansonsten wird dein Gegenüber in die Defensive gehen und deine Aussage ablehnen. Und wenn möglich, solltest du deine Aussage nicht immer 1:1 wiederholen, sondern verschiedene Worte verwenden. Tipp Nummer 4. Geschichten. Es gibt nichts, was uns mehr fesselt als eine spannende Geschichte. Darum lieben wir Filme und Netflix-Serien. Und darum erzählen sich Menschen bereits seit tausenden von Jahren Geschichten. Geschichten sind also die Antwort auf die dritte Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe. Je mehr spannende, lustige oder interessante Geschichten du erzählen kannst, desto leichter wird es für dich, anziehend zu wirken und andere zu beeinflussen. Doch wie schaffst du es, möglichst viele fesselnde Geschichten auf Lager zu haben? Meiner Meinung nach ist der beste Weg dazu, ein interessantes Leben zu führen. Wenn du ein aufregendes Leben hast, deine eigenen Ziele verfolgst und dein Ding durchziehst,
wirst du immer genügend Geschichten zu erzählen haben. Die meisten Menschen gehen in der grauen Masse jedoch unter und haben deshalb auch nichts Besonderes zu erzählen. Deshalb habe ich noch eine Einladung für dich, bevor wir zum Ende kommen. Wenn du dich aus der grauen Masse abheben und ein einzigartiges Leben führen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dich für mein 8-Wochen Transformationssystem zu bewerben. Im Transformationssystem lernst du, deine Baustellen zu beseitigen und deinen persönlichen Durchbruch zu erzielen. Klicke auf den Link oben rechts in der Infokarte, um mehr zu erfahren. Während den 8 Wochen werden wir dein Nummer 1 Ziel definieren, dein Leben strukturieren, deine Beziehung auf ein neues Level bringen und vieles, vieles mehr. Es würde mich riesig freuen, wenn die nächste Erfolgsgeschichte des 8-Wochen Transformationssystems deine Geschichte ist. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.